So, liebe Freunde, lasst uns mal über Mario Kart Tour reden. Das Mario Kart für die Smartphones, was jetzt schon einige Wochen draußen ist und ich konnte mir ein klares Bild machen. Und ich muss vorweg sagen, ich bin zutiefst enttäuscht. Bevor wir aber über ein grauenvolles Smartphone-Game reden, lasst uns mal über ein grandioses reden. Und zwar habe ich die Möglichkeit, euch Raid Shadow Legends vorzustellen. Denn das weitere Video ist werbefrei. Und was ein komplett neues Rollenspiel für die Smartphones aus dem Jahre 2019, was grafisch wirklich so krass aussieht, dass man es sogar mit aktuellen Konsolen Titeln vergleichen kann. Und das Beste, liebe Leute, es ist kostenlos. Außerdem hat das Game eine spannende Story, über 400 individuelle Champions und haltet euch fest, über 10 Millionen Spieler. Und das innerhalb von 6 Monaten nur. Also das spricht schon für sich. Und nicht nur das, auch die über 300.000 positiven Bewertungen hier eingeblendet. Es ist wirklich ein fast perfektes Ranking. Man schaltet halt weitere Champions frei, kann diese gestalten, wie man will, einen eigenen Bild für einzelne Charaktere erstellen. Außerdem kommt kontinuierlich neuer Inhalt dazu, wie jetzt gerade zum Beispiel der Faction Wars, der dazugekommen ist. Und hier seht ihr auch zum Beispiel, was ihr bekommt als Belohnungen, wenn ihr euch anmeldet für die ersten 90 Tage. Und nicht nur das, ihr bekommt auch, wenn ihr hier unter den Link in meiner Videobeschreibung euch es runterladet, 50.000 Silbergeld zum Anfang und einen kostenlosen epischen Champion direkt am Anfang for free dazu. Man kann sogar gegeneinander spielen, deswegen, liebe Leute, worauf wartet ihr? Ladet euch runter und ich würde sagen, wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Auf dem Schlachtfeld kann man sich bei Mario Kart Tour auf jeden Fall nicht sehen. Denn Multiplayer mit Freunden ist natürlich nicht möglich. Warum auch bei einem Mario Kart, liebe Leute? Wer hat da denn Lust, mit seinen Freunden zu spielen gegeneinander? Das ist ja Quatsch. Aber das ist nur einer der vielen Punkte, die mich an Mario Kart Tour stören. Kommen wir aber erstmal kurz zu den Positiven. Erstmal natürlich, dass Nintendo Smartphone Games macht, finde ich an sich erstmal ein cooler Gedanke. Und auch ein Mario Kart, was so schön aussieht, das muss man da wirklich sagen, da kann man nichts gegen sagen. Es sieht so grandios aus von der Grafik, dass sowas auf Smartphones möglich ist mit so einer schönen Optik, ist schon echt eine super Sache. Und auch, dass man es mit einer Hand bedienen kann, und dass es sich theoretisch leicht zu steuern lässt, ist auch ein positiver Punkt, aber meiner Meinung nach auch ein negativer Punkt, denn es ist meiner Meinung nach viel zu vereinfacht. Und bis auf die Optik und an die Marke Mario Kart kann ich nichts Positives sagen über Mario Kart Tour. Und ihr wisst, ich bin ein riesen Mario Kart Fan, ich habe auch öfter schon Streams gemacht, wo ich gegen euch Turniere gefahren habe und alles, ich liebe Mario Kart. Aber mit so einer vereinfachten Steuerung, wo man ja nicht mal über Rasen fahren kann, man kann ja nirgendwo gegenfahren, es lässt sich ja alles wie von alleine steuern, noch viel einfacher als wie mit den ganzen Steuerhilfen bei Mario Kart 8 Deluxe. Es bietet halt so gut wie keinen Spielraum für Skill. Man kann sich wenig steigern in dem Spiel, außer halt verschiedene Fahrer, Karts, Gleiter oder sonstiges zu ziehen, was man für Echtgeld, also mit Rubin, einer Ingame-Währung, die man mit Echtgeld auch erwerben kann, natürlich pullen kann, wie es bei Gacha-Games so üblich ist. Aber wiederum suggeriert das Spiel ein Multiplayer. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, ihr spielt online, es kommt euch so vor, ihr seht sogar Spielernamen von existierenden Spieler-Accounts über den einzelnen Fahrern, aber diese sind gar nicht echt in eurem Spiel. Das sind einfach irgendwelche Bots, die einfach nur irgendwelche zufallsgenerierten Namen haben, die es gibt. Und das Spiel suggeriert euch, dass ihr gerade gegen andere Leute spielt und gewinnt. Und soll euch auch, weil es natürlich einfach ist, immer zu gewinnen, ein schönes Gefühl geben, dass ihr andere echte Spieler auch noch gleichzeitig abzieht, was aber nicht der Fall ist. Außerdem kann man ja mit diesen Rubinen, die man für Echtgeld erwerben kann, kosmetische Items ziehen, die man dann zeigen will, natürlich online gegen andere Spieler. Was ja aber total hinfällig ist, da man ja eh nie gegen echte Spieler spielt. Und mit Freunden einladen, gegeneinander fahren, ist auch nicht. Also man kann eh diese ganzen kosmetischen Items, die man für echt Geld erwerben kann, eh niemals zeigen. Außerdem kann man natürlich seine Fahrer und alles upgraden, indem man gewinnt und Punkte sammelt, aber das wird auch künstlich vom Spiel limitiert, dass man sozusagen nicht durch eine große Session jetzt alles auf Max-Level bringen kann. Nein, es wird ein künstliches Limit gesetzt, damit man natürlich häufiger spielt. Und natürlich, wie bei jedem Gacha-Game, kann man für diese Rubine per Zufallsprinzip an der Röhre ziehen und da zufällige Charaktere-Cards oder sonstiges pullen. Was natürlich auch wieder eine Art von Glücksspiel ist und einfach der Inbegriff wieder von Geldgeilheit, und Nintendo hat sowas gar nicht nötig. Und als wäre das noch nicht genug, gibt es, was viele auch schon von Fortnite wahrscheinlich kennen, weil es da ziemlich populär war, sowas wie ein Battle Pass, und zwar der Gold Pass, den man für 5 Euro im Abo monatlich, also man muss monatlich zahlen an Mario Kart Tour, kann man diesen Gold Pass erwerben und kriegt dann Belohnungen alle paar Level, indem man diesen Gold Pass auflevelt, was auch den Spielern suggeriert, ah, da mache ich den viel besseren Deal mit den 5 Euro, weil da kriege ich, wenn ich schon ein bisschen spiele, ein bisschen häufiger spiele, einige Rubine in Wert von 20, 30 Euro. Aber das Tückische ist halt das Abo-Modell, was viele vergessen, was monatlich 5 Euro abbucht, wenn man es nicht kündigt. Und das ist, Leute, das ist einfach für mich der Inbegriff für Geldgeilheit. Und für mich hat Mario Kart Tour alle Elemente, die die heutige Gaming-Industrie so ein bisschen kaputt machen. Unnötige Abo-Modelle, wenig Inhalt, denn es gibt auch nur 11 Strecken per Glücksspiel, Zufallsprinzip, Lootboxen, wo man für viel zu viel Geld irgendwelche Rewards kriegt, die aber eh nicht
nichts bringen, denn man kann sie eh nicht zeigen, man kann nicht mit Freunden spielen, das Gameplay ist ziemlich dünn, es ist wirklich der Inbegriff für ein schlechtes Spiel und der Inbegriff für Geldmacherei, meiner Meinung nach. Und ich sag das wirklich aus tiefstem Fanherzen, denn ich bin ein riesen Mario-Fan, ein Mario-Kart-Fan und habe mich extrem auch darauf gefreut, weil auf der anderen Seite ein Super Mario Run, was auch für die Smartphones erschienen ist, ohne In-App-Käufe für einen Festpreis, hat mir so viel Spaß gemacht, es war das perfekte Smartphone-Game und deswegen bin ich jetzt bei Mario Kart natürlich umso enttäuschter. Und ich könnte euch jetzt noch 100 Sachen aufzählen, wenn ich das Spiel mal wirklich analysieren würde. Es ist ja auch zum Teil Pay-to-Win sogar, dass man auf manchen Strecken mit anderen für echt Geld gepulten Sachen Vorteile hat und dadurch bessere Chancen hat, Erster zu werden und Punkte kriegt. Was aber eh egal ist, weil ihr eh nie gegen andere spielt. Deswegen kann einem das auch völlig egal sein. Ich finde es einfach traurig, dass Nintendo sowas immer öfter in letzter Zeit macht. Aber wie sollen sie auch denn, Leute, die Mario Kart Tour Verkaufszahlen, also die Downloadzahlen, weil es ja umsonst ist, sind einfach sowas von krass durch die Decke gegangen. Und das bestätigt ja Nintendo eigentlich wieder nur in ihrem Vorhaben, einfach mit der Welle mitzuschwimmen. Der Welle der Microtransactions oder der EA-Welle oder wie man sie auch immer nennen will. Ansonsten bin ich natürlich gespannt, was ihr über das Spiel denkt. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Habt ihr es runtergeladen? Habt ihr es gespielt? Wie findet ihr es, dass man an jeder Ecke irgendwas kaufen kann, kaufen muss und auch irgendwie alles eh unnötig ist, weil es keinen richtigen Multiplayer gibt? Was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin damit raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Ciao und tschüss, euer Theo.